das hier war ein Teil der Vase. Das, wie ihr seht, so richtig schön in die Hälfte. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind wieder am Start. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ich muss nämlich ein bisschen Wasser trinken und mir was zu essen machen, zum Mittagessen. Ich habe jetzt nämlich die ganze Zeit durchgearbeitet am Laptop und dementsprechend ich fühle mich danach, also wenn ich so viel auf dem Bildschirm starre, immer so ein bisschen oh. Ich habe ein Päckchen angekommen. Ich hatte euch nämlich, ich weiß gar nicht, ob ich das euch erzählt hatte. Ich glaube nicht. Deswegen an dieser Stelle einfach mal die Info. Wir sind demnächst mit Estelma, also mit der Marke, mit unserer Fashion-Marke, also Dame und ich, wir sind mit Cyroline zusammen demnächst in dem Cyroline-Store mit der Marke vertreten. Das heißt, falls ihr aus der Nähe von Lübeck kommt, dann könnt ihr dort demnächst in den Cyroline-Store gehen und dort findet ihr dann die ganzen Estelma-Teile, vor allen Dingen auch die aktuellen Teile. Wir wollen dort auch so ein bisschen das Spezielle aufbauen, die Ecke ein bisschen Estelma-mäßiger machen, so wie es uns gefällt. Das Ganze wird allerdings jetzt Stück für Stück erst möglich sein. Ganz einfach auch aus dem Grund, weil Damian sich ja demnächst operieren lässt. Das hatte ich, glaube ich, auch noch gar nicht in dem Vlog so ausführlich erzählt. Mache ich auch nochmal in Ruhe oder vielleicht macht es Damian. Der ist momentan echt von morgens bis abends nur unterwegs und versucht hier halt so viel wie möglich vor der OP noch in dem Haus fertig zu machen. Deswegen seht ihr ihn auch so selten. Und jetzt hat es geklingelt. Jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Auf alle Fälle sind wir demnächst da in dem Store. Ihr könnt euch das dann anschauen, könnt dort vorbeigehen. Aber ich werde euch Bescheid sagen, ab dem Zeitpunkt, wo wir dann wirklich da vertreten sind und die ganzen Teile sind. Ansonsten kann ich euch Cyroline und den Laden sowieso nur ans Herzen legen. Sehr, sehr coole Teile dort. Und ihr findet dort beispielsweise auch die Sachen vom Manda-Laden von Marie und Alex. Kennt ihr bestimmt auch. Das heißt, falls ihr solche Teile aussucht oder Lust habt, aus beiden Kollektionen etwas zu kaufen, dann ist dort die richtige Anlaufstelle. Vor allen Dingen, wenn ihr eh dort aus der Nähe kommt und die Sachen einfach mal anprobieren wollt, bevor ihr sie kauft. Die zwei Pakete werde ich euch gleich zeigen, was da drin ist. Gucken wir uns allerdings erstmal, was in diesem Riesenpaket hier drin ist, an. Nehmen wir es mal raus. Hier. Vielleicht hätte man sich das schon machen können. Bei uns ist es natürlich kein richtiger... Boah, es ist schwer, Alter. Wir müssen richtige Dübel reinhauen, wenn wir es an die Wand ballern. Bei uns ist es natürlich kein richtiger Estelma-Stand, wenn wir nicht irgendwie eine Art von Surfbrett an dem Shop hätten. Und wir wollen hier einmal das Estelma-Logo drauf tun. Wir sind uns noch ein bisschen unsicher, wie wir das machen. Und wow, ist dieses Brett schwer. Das ist jetzt aus Holz. Ich habe das so gekauft. Ganz einfach aus dem Grund, ich wollte eigentlich ein altes Surfbrett, weil ich das vom Charme her noch mal cooler finde. Allerdings wollte ich das, was wir hier haben, als Deko nicht unbedingt hergeben. Oder vielleicht tausche ich das auch aus und behalte das Holzbrett und tue das andere Brett in den Shop. Ich weiß es noch nicht, das muss ich mir überlegen. Allerdings ist eigentlich geplant, dass wir das einfach über die Klamotten in dem Laden dann einfach vielleicht so aufhängen. Müssen wir uns noch mal ein bisschen überlegen, vielleicht stellen wir es auch einfach hin. Das Logo soll drauf und wir sind dann überlegen, ob wir das Logo hier vielleicht mit so einer Neonleuchtreklame, so einer LED-Neonleuchtreklame drauf tun und dass hier dann so Estelma draufsteht. Die Farbe wollen wir nicht so lassen, wir selbst wollen es nochmal lackieren und behandeln. Da müssen wir nämlich die nächste Kollektion leider zu Hause shooten. Das liegt natürlich ganz einfach aufgrund der momentanen Situation. Können wir nicht so einfach reisen und unterwegs sein. Und das Wetter passt nicht unbedingt und wir wissen nicht, ob es dem nächsten Lockdown wiederkommt. Dass wir auf jeden Fall schon mal die Produktbilder zu Hause shooten. In dem anderen Paket war ein Tiefenreinigungsshampoo drin. Ich habe nämlich überlegt, dass wir die Curly Girl Methode austesten. Das hatte ich auch bereits auf Instagram angekündigt. Und ich will, dass Damian mitmacht. Er hat auch gesagt, er hat da Bock drauf, denn er ist unzufrieden mit seinen Haaren und hätte gerne so schöne aufgebauschte Locken. Da habe ich mir gedacht, okay, probieren wir es an dieser Stelle einfach mal zusammen aus, damit er ein bisschen motiviert dran bleibt. Habe ich mir gedacht, mache ich auch einfach mal mit. Ich sehe nichts, ich habe nicht geguckt. Was haben die gesagt? Echt? Haben sie weggeschmissen? So geil. Oh. Damit steht eben gerade auf und hört den großen Wagen und wir dachten uns morgens noch, okay, wir holen den Biomüll dann raus, geht noch. Sagt der Biomüll, jetzt hat er schnell meine Jogginghose angezogen. Falsch rum angezogen. Die, oh Gott, ja. Der beste Style wäre der Cardigan gewesen. Sophia ist so ein kleiner Cardigan ohne T-Shirt und ich mit der Münze da drin. Dann hat er die hochgenommen, getragen und hingerannt. Und jetzt darfst du normal aufstehen. Ja, Puls ist 180. Den wollte ich mir eigentlich anziehen. Jetzt stellt euch mal den roten Cardigan.
Mich da drinnen, vor allem meine Friese sitzt geil. Ja, die sitzt auch. Du wusstest wahrscheinlich auch nicht, ob Halloween das jetzt ist, aber... Ohne Scheiße, sind vor 2 Sekunden aufgestanden, wirklich. Ich hab mich angeguckt wie ein Auto. Echt? Ja, das ist bestimmt auch nicht so normal. Oh, das wäre geil gewesen. So ohne T-Shirt. Ohne T-Shirts? Geil. Sah gut aus. Als erstes, dass ich mir geschnappt habe, aber dann nee. Hier sieht es eben gerade extrem leer aus hinter mir. Ich bin eben gerade im Schlafzimmer tatsächlich. Es ist ja schon relativ eingerichtet gewesen. Ich habe jetzt alles rausgenommen zum Putzen. Wir kümmern uns jetzt um die Gardinen und Damien wird die Gardinen jetzt einfach mal oben dran halten. Wir gucken, ob es von der Höhe ist, kommt. Wir haben ja nämlich höhere Decken. Wir haben 2,75er Decken und dementsprechend sind unsere Fenster halt nicht so hoch angesiedelt. Und dementsprechend müssen wir halt gucken, gehen wir ganz nach oben, gehen wir auf eine mittlere Höhe oder wo genau mit unseren Gardinen. Nur es war mir jetzt wichtig, dass es so langsam mal rankommt, dass ich halt wirklich mal so ein kleines Häkchen hinterm Schlafzimmer setzen kann, weil das noch das Zimmer ist, was so am nächsten vom Fertigwerden ist. Nee. Geh mal runter. Nackstamm. Nee, das wirkt ja gar nichts. Aber das sieht auch noch nichts aus. Ich meine, so sieht es aus, als würden wir unsere Wände extrem verkürzen. Wenn wir oben noch mit Pampasgras raushängen lassen und so. Also dekorieren und seitlich so zack, zack. Einfach Staubfänger überall hin, oder was? Gerade das sieht ja eigentlich so cool beachy aus. Weißt du, wenn wir hier so eine Bilderwand machen. Der muss hoch. Ein bisschen niedriger, machen wir nicht so super hoch, genau. So ungefähr, wie viele Zentimeter sind das ungefähr? Ich glaube auch, es muss hoch. Es muss einfach den Raum lang machen, weil das macht einen extremen Unterschied, Damen. Das sieht so schön aus, Damen. Haben wir gut gemacht. Das haben wir beide gemacht. Dreimal darfst du raten, wer die Gardinen denn jetzt hier noch kürzen wird. Ich? Ja. Weißt du, was man mir als Kind immer gesagt hat? 1,50 Meter Abstand halten. Nee, nicht schneiden. Ich sehe schon, dass du deinen Finger abschneidest. Warum? Hä, hast du dich noch nie an so einem Teil geschnitten? Hier, nö. Oh, übelst. Als Kind, oh, au. Echt nicht? Dann weißt du nicht, wie scheiß weh das tut und vor allen Dingen, wie krass das einfach schneidet. 1,50 Abstand. Hast du dich geschnitten? Finger. Hast du dich geschnitten? Finger. Damian, ey. Ich hab's dir gesagt, es tut sau weh. Hast nicht geschnitten, ne? Nee, das ist nicht frisch, das ist alt. Ich bin nicht blöd. Aber also, es sieht toll aus mit den Gardinen. Das freut mich. Noch gekürzt werden, aber jetzt hängen sie erstmal. Das ist schon mal gut. So sieht das Zimmer nun fertig aus für heute Abend. Ich werde es euch bestimmt nochmal morgen zeigen, tagsüber. Genau, hier vielleicht nochmal kurz zu dem Plan im Schlafzimmer. Ich liebe das. Wir haben den Teppich jetzt erstmal rausgenommen, weil wir den draußen ausschütteln wollten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das sogar ohne Teppich schöner finde. Warum auch immer. Ich glaube, ich war nie zu 100% überzeugt von dem Teppich. Der war irgendwie so okay, aber irgendwie nicht so, dass ich sage, ich feiere das übelst. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Entscheidung, dass wir das jetzt hier ganz oben aufgehängt haben mit den Gardinen, sehr, sehr cool. Das hatte mir jemand gesagt, weil ich hatte euch mal abstimmen lassen auf Instagram, weil ja unsere Fenster verschieden hoch sind, ob ich das hier alles gleich mache oder einfach nur der gleiche Abstand von dem Fenster, von Wand und von der Stange. Und jemand hat mir geschrieben, Sophia, hängst doch einfach ganz oben auf. Also ich lese eure Sachen wirklich und auch eure Tipps und ich mache mir da wirklich auch Gedanken drüber. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist voll der gute Tipp, weil es lässt den Raum einfach viel, viel höher wirken. Man merkt gar nicht mehr so, dass es so unterschiedlich hoch ist, außer man achtet drauf. Und ich finde es auch gar nicht so komisch, dass es so viel von der Wand bedeckt. Am Anfang dachte ich, aber ist eigentlich ganz geil. So kommen halt zum ersten Mal, habe ich wirklich das Gefühl raus, dass wir keinen durchschnittlich hohen Wände haben, sondern dass wir uns für extra höhere Wände mit 2,75 entschieden haben. Und das ist eigentlich ganz cool. Das ist jetzt die Schlafecke. Das ist jetzt alles noch super, super sommerlich eingerichtet. Und hier hinten wollte ich noch ein Regal planen mit ein paar Hängepflanzen. Ich denke, da müsste auch genug Licht hinkommen. Wie genau, überlege ich mir nochmal. Und hier auf der Seite über der Kommode ist eine Bilderecke geplant. Tatsächlich nicht mit Fotos. Die Fotos würde ich sehr gerne ins Gästezimmer hängen. Und da soll dann erstmal schöne Beachbilder oder abstrakte Kunst. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde solche schönen Bildercollagen super toll. Nur ehrlicherweise würde ich irgendwie lieber was selbst illustrieren oder selbst fotografieren und das dann hinhängen, auch wenn es jetzt nicht wir sind, die auf den Fotos sind, sondern vielleicht einfach nur ein schönes Landschaftsbild oder vielleicht ein Detailbild am Strand oder sowas.
oder vielleicht irgendwas illustriert haben. Jetzt habe ich ja heute endlich mal mit Adobe Illustrator angefangen und gemerkt, das ist gar nicht so schwer, wenn man einfach eine Inspo hat und weiß, wie die Tools funktionieren. Und tatsächlich fehlt mir aber einfach die Zeit. Mir fehlt einfach die Zeit, weil das ist wirklich aufwendig. Also ich bin jetzt nicht so geübt, dass ich sage, ich kann das mal so machen. Und das ist ja auch gar nicht mein Job, so grafikdesignmäßig. Aber selbstgemacht fände ich noch geiler. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Also mal gucken, was wir da jetzt letztendlich dann hin tun, ob ich vielleicht doch was kaufe oder es selbst mache. Es sind zwei neue Päckchen angekommen, die ich bestellt habe für das Shooting, weil wir ja echt zu Hause shooten. Also ich glaube, der Lockdown hast du jetzt komplett entschieden. Vielleicht buchen wir noch eintägig ein Studio in Düsseldorf. Das ist auch kein Problem mit der Hygiene und sowas. Ich meine, immerhin wird das Studio sowieso jeden Tag gereinigt. Und also nachdem immer ein neuer Kunde drin war. Und Kontakt zu Menschen haben wir auch nicht, weil wir da ja zu zweit wären. Das lassen wir uns noch ein bisschen offen. Ich habe mir nämlich gedacht, dass ich das Studio nur buche zum Shooten, wenn die Sonne scheint. Weil ich finde die Location halt geil mit Sonne. Aber mal schauen. So, jetzt habe ich hier ein Päckchen von Vasenglück. Das sind Trockenblumen, die ich für das Shooting verwenden wollte. Und danach natürlich auch weiterhin für die Deko hier zu Hause. Ich habe zwei DIY-Boxen bestellt, alles selbst bezahlt. Leider nicht. Also ich weiß, es gibt Menschen, die lieben Trockenblumen, so wie ich. Es gibt Menschen, die hassen Trockenblumen. Ich kann es verstehen, also ich kann beides verstehen, aber ich liebe das. Ich finde die Farbe super, super, super schön. Gerade für Herbst, Winter, traumhaft. Das ist ein Teil von dem Herbststrauß, den ich bestellt habe. Auch sehr schön, weil es wirklich so richtig schön orange ist. Das wird bestimmt auch sehr gut dazu aussehen. Und das ist jetzt nochmal der letzte Rest von dem Herbststrauß. Also der Herbststrauß ist wirklich schon sehr umfänglich. Und ich finde die hier ja super, super schön. Das Schöne ist, ich habe wirklich so einen dunkelgrauen Hintergrund zum Shooten. Dann habe ich so schöne grüne Stoffe bestellt, die sind noch nicht da, also Leinenstoffe, und dann wird das alles so ausgehängt. Ich werde euch mal ein, zwei Inspirationsbilder hier reinposten, die ich mir auf Pinterest gemerkt habe. Mal gucken, wie es dann später hier aussehen wird. Ich finde Pinterest ist echt einfach so, also seitdem ich das benutze, ich sage es immer wieder, saugeil, macht meine Arbeit so viel leichter. Und ich habe mir gedacht, auch neben dem Shooting kann man das halt super schön einfach noch danach zur Dekoration benutzen. Ich habe ein weiteres Päckchen und ich weiß jetzt schon vom Geräusch, dass die Vase kaputt gegangen ist. Das ist schon das zweite Mal, dass was Kaputtes vom Depot bei mir angekommen ist. Und es geht mir auf den Senkel, weil ich habe halt allein schon gesehen, wie der es mir ausgeliefert hat, auf den Boden geschmissen hat. Also wirklich vor meiner Tür auf den Boden geschmissen hat, auf den Steinboden. Und da hat man dann auch schon den Knall gehört. Und ich dachte so, ernsthaft, es war wahrscheinlich heil bis zu dem Moment. Und dann schmeißt es auf den Boden. Also ich habe echt immer vollstes Verständnis für all diejenigen, die Pakete ausliefern, aber das ist so eine Prinzipsache. Also entweder übergibst du es halt in die Hand oder aufgrund der momentanen Lage legst du es halt vorsichtig auf den Boden. Vor allen Dingen, wenn oben drauf so klipp und klar und so riesig draufsteht, Vorsicht, Bruchgefahr. Und das ärgert mich jetzt, weil ich brauche die Vase ja eigentlich fürs Shooting. Jetzt muss ich wieder ein Foto schicken, mich am Depot melden und hoffen, dass es pünktlich ankommt. Das hier war ein Teil der Vase. Das, wie ihr seht, so richtig schön in die Hälfte. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil es schneidet schon da drauf und es zerbricht auch gleich, oh Alter, in 10 Trilliarden weiter. Ich halte es mal so fest. Das war der untere Teil. Hätte sehr schön ausgesehen mit den Trockenblumen, traumhaft schön. Ready gemacht zum Rausgehen, schwarz und braun. Finde ich ist absolut kein No-Go, vor allen Dingen, weil ich jetzt noch einen beigen Mantel anziehe. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz nachdenken, was für Schuhe ich anziehe. Ich muss vor allen Dingen hier die Raster runter machen, damit nicht jeder von der Straße aussieht, was da für ein Chaos in dem Raum ist. So, das ist der Look. Mann, das ist schon echt ätzend, dass es so früh dunkel wird, ne? Vielleicht sieht es ein bisschen besser, wenn ich nah rangehe. Ich habe den schwarzen Body von Estelle Mar Designs an. Ich liebe diesen Body, weil er einfach so mega schön clean aussieht und einfach echt, finde ich, vom Armausschnitt geil ist, von diesem leichten Turtleneck. Und das Geile ist, das Problem, was ich normalerweise bei Bodies habe, ich finde, die sind viel zu kurz, sodass, wenn man sich hinsetzt, das einfach so in die Arschritze reinrutscht, dass es einfach wehtut. Aber der hier ist einfach so schön elastisch von dem Stoff, dass man das einfach wirklich nicht merkt und dass es nicht unangenehm wird. Dann habe ich dazu einen Blazer kombiniert, dann noch eine Leggings. Kommen jetzt Boots drauf. Mehr mache ich tatsächlich nicht. Also wirklich an sich ein sehr bequemes Outfit. Wirkt einfach nur so schick,
durch den Blazer in Kombination mit dem Hut. Das ist das Problem im Winter mit dieser Helligkeit. Ich habe jetzt die Uhr nochmal gewechselt hier gegen die braune. Die rutscht ein bisschen. Ich glaube, ich habe die zu groß eingestellt. Ich werde jetzt hier den beigen Mantel, ich ziehe den meistens erstmal so drüber, wenn ich sowieso ins Auto gehe. Und ich fahre nicht so gerne mit dem großen beigen Mantel. Also ich bin lieber Beifahrer. Irgendwie finde ich das ungemütlich zum Fahren, so einen langen Mantel grundsätzlich. Da finde ich kürzere maximal so bis hier ein bisschen praktischer. Aber ich finde fürs Outfit so insgesamt ganz geil und ganz chillig. Aber ich wollte eine Frage klären, weil immer wenn ich unser Bett zeige, kriegen wir die Frage, reicht euch so ein kleines Bett? Das ist total groß. Wenn so viel da. Wir müssen ehrlich zugeben, dieses Bett ist uns sogar eigentlich, das ist die Maximalgröße, die wir uns wünschen eigentlich so, solange es geht. Weil ab und zu suche ich die Sophia nachts und dann ist sie auf der anderen Seite. Ist halt echt so. Also ich kann es verstehen, tatsächlich die meisten Leute, auch alle, die ich kenne, ich kenne nicht eine Person, bei der es anders ist, die schlafen gefühlt, jeder braucht so einen Platz und schlägt dann so auf seiner Seite. Wir, Dan und ich, wir schlafen so. Und das halbe Bett ist frei. Das halbe Bett ist frei. Das halbe Bett ist so groß, das kann man abschneiden. Zack. Das ist halt echt so ein Bereich. Wie du alter Sack, ey. Also Dan und ich, wir brauchen wirklich nur das. Mehr brauchen wir nicht. Und dich. Und Giraffe und Hasi und Kuscheldecke und alles. Hast du Kuscheldecke gewaschen mittlerweile? Eine Woche nicht. Wasch sie doch mal. So wichtig kann sie nicht sein, wenn du sie nicht wäschst. Und auch für mich echt nachts. Also wie ihr seht, es gibt auch Paare, die brauchen kein großes Bett. Also ich muss wirklich ehrlich sagen, wirklich Dan und ich, wir sind wirklich extrem. Ich übertreibe es eben gerade auch nicht. Meine Freunde denken auch, dass wir einen völligen Klacks haben, aber wir kuscheln wirklich. Ich würde behaupten, 90% oder 95% der Nächte fast die ganze Nacht durch. Das ist völlig gestört, ne? Aber wir sind wirklich so, wenn der eine sich dreht, dreht der andere sich mit drauf, dann umarmt der andere den einen von hinten, dann umarmt ich mal wieder den anderen von hinten und ja. Heute ist Sonntag und ich bin am Packen für die nächste Woche. Ich glaube, ich habe das hier noch gar nicht so richtig angerissen, dass ich die nächste Woche unterwegs bin. Morgen fahre ich nämlich nach Lübeck. Und zwar fahre ich ganz einfach nach Lübeck, um mir dort alles anzuschauen, weil ich am Dienstag und Mittwoch in Hamburg für einen Dreh bin. Das heißt, ich bin dienstlich unterwegs. Bisher brauche ich noch keinen Corona-Test für das Hotel dort. Das ist alles abgeklärt. Und ich drehe für einen Kunden. Ich weiß momentan noch nicht so viel, wie viel ich sagen darf. Es wird allerdings sehr, sehr spannend und spätestens, wenn das Projekt online ist, werde ich euch dazu mehr erklären. Nur dadurch, dass ich in Hamburg bin und Lübeck dann halt echt nur noch ein Stündchen entfernt ist und es relativ viele neue Entscheidungen gibt und vor allen Dingen auch die neuen Teile der nächsten Kollektion, fahre ich direkt persönlich hin, nehme so viel wie möglich mit und wir werden vor allen Dingen ganz, ganz viele neue Entscheidungen zu neuen Stoffen und zu neuen Schnitten für das nächste Jahr treffen. Deswegen bin ich tatsächlich erst am Donnerstag wieder zu Hause und muss Outfits mitnehmen. Ich muss nämlich tatsächlich für 2 Drehtage 8 Outfits raussuchen. Ich habe jetzt so ein bisschen bunt gemischt. Ich weiß ja allerdings, dass ich noch die Kollektionssachen kriege von unserem nächsten Launch. Deswegen weiß ich, dass ich da noch ein bisschen mehr Auswahl haben werde. Beispielsweise kommt ja demnächst auch ein Blumenkleid im November raus. Und ich denke, da habe ich dann auf jeden Fall schon mal 2 Kleidchen. Das sind schon mal 2 Outfits. Dann habe ich hier 3 Jeans dabei, um ein bisschen zu variieren. 2 Röcke, ein Oberteil, ein Blazer, ein Cardigan, 2 Pullis, das ist der aus der letzten Kollektion. Hier noch die beiden Wendepullover aus den letzten Kollektionen. Hier übrigens auch der Cardigan aus dem letzten Jahr. Im November kommt der hier mit einem neuen Material in 3 Farben raus. Das werde ich euch aber bestimmt im nächsten Vlog ein bisschen näher zeigen, wenn ich die Teile dann in der Hand habe. Das tue ich jetzt alles gleich nochmal in den Koffer. Und ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle für diesen Vlog, weil ich das Video jetzt gleich nochmal schnibbeln werde und vor allen Dingen auch gleich nochmal zu meiner Tante fahre. Die muss nämlich noch ihre Kleiderschranktüren montiert haben und alles Restliche an Innenleben, damit sie die nächsten Wochen ganz entspannt Zeit hat, alles einzuräumen, weil sie da nämlich sonst keine Hilfe hat und das alleine sehr, sehr schwer ist. Ansonsten fahren wir dann aber auch relativ schnell wieder zurück und heute Abend will ich nicht zu spät ins Bett, weil morgen geht es ja wie gesagt früh los. Dann wollte ich mich noch ganz kurz herzlich bedanken für all eure schöne Rückmeldungen, vor allen Dingen auch unter meinem letzten Instagram-Beitrag. Da hatte ich euch ja gefragt, was ihr euch Spezielles irgendwie von mir wünscht, vor allen Dingen auf Instagram-Content bezogen und es gab wirklich bisher jetzt schon, und das Foto ist gerade mal 3 Stunden oder so online, so viele Kommentare, so Texte. Ich werde mir Zeit nehmen, alles versuchen zu beantworten und falls ihr hier nochmal Wünsche für den Vlog-Kanal habt, was ihr gerne etwas näher sehen wollen würdet, sehr gerne unten hinschreiben, dann kann ich das wirklich mir durchlesen, mich in Ruhe hinsetzen, das alles sammeln.
Ideen sammeln und dann auch näher natürlich für euch darauf eingehen. Ansonsten verlinke ich euch hier sehr gerne den letzten Blog. Klickt da sehr, sehr gerne rein. Hier unten könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, falls ihr es bisher noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis bald. Tschüss!